Seit April diesen Jahres sieht sich der Erlebniszoo Hannover mit dem Vorwurf konfrontiert, die asiatischen Elefanten im Zoo zu quälen. Die Tierrechtsorganisation PETA hatte heimlich Kameras installiert und die mutmaßliche Misshandlung aufgezeichnet. Die Bilder zeigen Mitarbeiter, wie sie im direkten Kontakt mit den Elefanten den sogenannten Elefantenhaken einsetzen, ein langer Stock mit einem Metallwiderhaken. Die Haltung in direktem Kontakt habe den Zweck, die Tiere medizinisch untersuchen zu können. PETA sieht in dem Umgang jedoch eindeutig Tierquälerei und hat Strafanzeige gegen den Zoo erstattet. Wir haben PETA unsere Fragen zugeschickt, die sie in ihrem eigenen Studio für uns beantwortet haben. Im Zoo Hannover werden die Elefanten gequält. Darüber bestehen überhaupt keine Zweifel. Wir haben Videomaterial veröffentlicht, aufgenommen im letzten Herbst. Das zeigt, wie die Zoowärter mit dem sogenannten Elefantenhaken immer wieder in die Haut der, insbesondere der Baby-Elefanten, stechen. Die Elefanten werden auch teilweise mit einer schweren Peitsche im Zaum gehalten. Die Tiere zeigen ganz eindeutig, dass sie Angst haben vor der Peitsche und vor dem Elefantenhaken, weil sie wissen, es tut ihnen weh, es wird ihnen Schmerz bereitet. Neben der Strafanzeige hat PETA geplant, Plakate in der Nähe des Zoos aufzuhängen, um auf die angebliche Elefantenquälerei aufmerksam zu machen. Die Stadt Hannover hat die Plakatbuchung allerdings stornieren lassen. Dazu möchte sie sich nur schriftlich äußern. Die PETA-Plakatierung vermittelt den Eindruck, dass der Zoo Hannover rechtswidrig handelt, indem er Tiere absichtlich schädigt. Dieser Vorwurf, der das Ansehen des bundesweit renommierten Zoos und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erheblicher Weise schädigt, ist nicht bewiesen, sondern Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Landeshauptstadt Hannover hat angesichts dieser Situation auf der Grundlage ihrer vertraglichen Rechte gegenüber dem Unternehmen X-City Medien DSM geltend gemacht, dass die PETA-Plakatwerbung zu unterbleiben hat. Trotz Plakatstornierung möchte PETA auf anderem Wege die Plakataktion durchführen. Wir werden unsere Aufklärungskampagne in Hannover auf jeden Fall fortsetzen und dafür stehen wir gerade mit unabhängigen Plakat- und Werbeanbietern in Kontakt. Wir wollen erreichen, dass die Menschen in Hannover über die Tierquälerei Bescheid wissen und aus ethischen Gründen dann selber entscheiden, nicht mehr in den Zoo zu gehen. Solange das Ermittlungsverfahren läuft, möchte sich der Erlebniszoo Hannover nicht zu den Vorwürfen äußern. Wie das Ergebnis auch ausfällt. Zumindest hat das Geschehen eine Diskussion darüber ausgelöst, wie Tiere im Zoo gehalten werden dürfen.